Guten Morgen, ich bin im Laden wieder. Es ist kurz nach 9 Uhr. Und ich bin zwar heute nicht hier eigentlich offiziell, aber ich mach schon mal auf für Felix. Der Felix kommt nämlich später wieder. Heute werden wir nämlich die Mutti aus dem Krankenhaus abholen. Da freue ich mich schon drauf. Bis jetzt nur organisatorisch gemacht, fast eine Stunde lang. Schlüssel, Auftragsannahme immerhin. Eins meiner Mieträder zurück. Wurde dann wohl okkupiert. Von irgendeinem Typen. Einfach ein eigenes Schloss dran gemacht oder so, ja, aber hier meine Körbe drauf. Alles identisch. Die Klingeln, die überall kaputt gehen. Das habe ich heute Morgen zurückgeholt. Seit einem Jahr habe ich es beobachtet und das wurde nie bewegt und stand immer an der gleichen Stelle, immer da, wo auch ein Hostel ist, was ich eben, wo ich immer Räder hin vermietet habe. Und schaut euch an, ich meine, viel kaputt ist nicht offensichtlich. Ist ja nicht gefahren worden, ist ja auch seit über einem Jahr weg. Platt ist es hinten. Das muss gemacht werden. Klingel ran, Korb ab. Fertig. Mietrad zurück. Du warst doch früher hier oder hast du? Nein, ich war um 9 hier. Ah. Ich muss ja Räder annehmen und, und so weit. Muss ich ja, aber jetzt muss ich gut gleich dann hoch. Jetzt weg nochmal ganz kurz oben. Okay. Ein bisschen durch. Weil diese Party-Sachen mache ich am Montagmorgen immer weg. Okay. Ach so, willst du ganz zur Not meinen? Vor um 2. Vor 2 Uhr. Puh, mein Gott, ist das anstrengend. Oder? Ja? Oh, hey, ba 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 im Wind, so reide geschwind, weil so Freunde sind, wenn so Freunde sind. Yay! Wuhu! Jo, wen haben wir denn hier? Wer ist denn wieder da? Wer ist denn wieder zu Hause? Ohne, genau. Ich bin wieder da, ne? Oh, Baby. Gerade abgeholt, den Zwerg. Oh. Gerade noch eine Nadel im Kopf gehabt, ne? Jetzt. Mach ich auch mal eine Mütze ab, die schwitzt total. Ja, machen wir so. Ich schrie im Auto die ganze Zeit. Ich bin noch nicht so fit. Guck mal, wie geschwitzt jetzt. Oh. Kleine Drops, du. Kleine Drops. Ach Mann, Baby. Ja, und die Mutti ist wieder da. Mensch, herzlich willkommen. Ja, du bist der Appendix. Ich bin auch wieder da. Yay. Und, wie fühlst du dich? Ich fühle mich noch wie Wackelpudding. Wie Wackelpudding. Ja, ist mal nicht so viel davon, die essen im Krankenhaus. Es war eine schöne Zeit. Jetzt noch einmal, auch wenn es dich nervt. Ja, bitte. Erzähl. Es war eine sehr belastende Zeit. Eine ganz schwierige Woche, auf jeden Fall. Mutter und Kind sind wieder zurück. Du hast voll nass geschwitzt. Oh.
Ach, ohne. Mensch. Jetzt kannst du entspannen, ohne Stinkemütze. Ja. Wie hättest du es gebraucht? Wo ist mein Stink? Jetzt wird es auf einen Zug, meinst du? Ja. Ja, schön. Andreas ist unterwegs mit den anderen. Und so ein bisschen lacht sich ja, ein bisschen mal gelacht, ne? Ja. Ach Mensch. Hey! Genau. Das andere war ja nicht platt, wa? Das war gar nicht platt. Nee. Da war nämlich Ventil hinten. Und das zweite hinten vorne. Wir sind ja nicht irgendwo war Ventil offen. Frisch getauscht, aber ja, dann war das irgendwie. Dann hole ich das andere und besser. Sind hier. Ich wollte noch einen Lauf drauf. Also, genau. Wo war denn rechts vorne oder rechts hinten? Nicht über dem Spiegel? Hier ist ein Schlüssel. Das ist ja mehr als einer. Wahrscheinlich die hier, ne? Eins, zwei beim Schlüssel. Weißt du noch, wo vorne und hinten war? Hä? Ob er halt französisch fährt oder rechts hinten ist. Okay. Okay. Deswegen, weil sie sind alten Peugeot. Nein. Ja, würdest du denn aufnehmen? Das ist Antrag. Stopp mal, ganz kurz. Das ist eine Kassette, für die man keinen Abzieher mehr kriegt. Gut, das ist eh kaputt, ne? Also mit dem Schraubstock runterholzen, aber. Aha. Dann, weißt du, das Laufrad kann dann putzt werden dadurch? Das kann passieren. Beispiel, ne? Aber ich meine, das hast du ja eh gesagt, dass du durchgebremst. Achso, hier auf der Seite, naja. Ja, müssen wir mal schauen. Er hat schon einen eigenen Verschleißindikator hier für sich reingeschleift. So, jetzt endlich sind die neuen Teile ran. Also, vorne Stil, hinten Elü. Das wäre einfach geil, wenn ein Kunde irgendwie so ein Rad in der Hand nimmt und er lässt es einmal fallen und auf einmal klappert es nicht mehr so wie vorher, so eine Klapperschäse. Das ist einfach. Wenn man das minimieren kann, macht man das leicht, bevor man Bremsbeläge anschraubt und nochmal Luft ablassen muss, um das auseinanderzunehmen. Deswegen habe ich einfach gesagt, lass es jetzt machen, anstatt dass du dich hinterher quälst. Weil das nur festschrauben geht vielleicht so, aber nochmal alles abschrauben, rausnehmen und neu ansetzen, das geht eben so nicht mehr. So, da die Bremsanlage auch noch nicht angezogen ist, kann man es ja auch nach wie vor noch rausnehmen, dass es kein Mountainbike ist, aber ist ja auch nur gut, dass ich meist alles nur vormontiere. So, dann brauche ich einen, was heißt das hier? Achter, hast du so eine Rutsche, dass ich da rankomme? Weil hiermit geht es offensichtlich nicht gut. So, geht's doch. Halt mal jetzt richtig fest. Hier. Perfekt. Und dran schon. Okay. Festgemacht muss man noch ausrichten. Wie teuer ist Lagerspiel machen? Ja, erstmal was gemacht haben muss. Bremse vorne ist jetzt, was war damit? Achso, die Bremse. Bremshebel selber. Bremshebel, ja. Obwohl man das vielleicht doch ausgleichen kann mit einer einfachen Geschichte hier. Mit einer Gumbizange. Nein. Stimmt, 24 ist okay. Jetzt schlagen wir das. Einmal. Jetzt sehen wir uns morgen. Wann sehen wir uns morgen? Wie sind wir? Ja, keine Ahnung. Kommst du morgen? Ja. Darfst du sonst hier alleine oder was hast du zu tun? Oder bist du erstmal auch noch. Na, ich muss. Achso, das ist ja nicht. Mensch, da ist ja noch Licht an. Na, ich muss ja arbeiten, ich muss immer arbeiten.
Und dich. Keiner mehr aktiv hier? Nee. Hallo? Nee, auch nicht. Können wir nach Blüten, dann sehen wir uns morgen. Also bis dann.